Servus Leute und herzlich willkommen hier bei All for the Game. Ihr werdet jetzt im Hintergrund sehen ein Re-Upload von meinem letztrigen Kanal. Und zwar erkläre ich auf Anfrage, wie man Schuhe in FIFA 15 rein editieren kann mit Modding Way. Das bedeutet, man kann die Schuhe selber sehen, aber andere sehen sie nicht. Es ist immer noch wie in FIFA 13, das Tutorial ist von FIFA 13, aber es funktioniert in FIFA 15 immer noch und ich hoffe, das Video hilft euch und haut rein, bis zum nächsten Mal. Jeder kann das machen, geht ganz einfach und ich erkläre euch heute, wie man Schuhe in FIFA 13 importiert. So wie ihr bei meinem letzten Video sehen konntet, die einzelnen Schuhe, die man nicht als Standardschuhe drin hat, sondern die man sich selber patchen kann sozusagen. Dafür braucht ihr dieses Programm. Link ist natürlich in der Description. Als Creation Master 13. Wenn ihr es euch gedownloadet habt, klickt ihr drauf. Dann öffnet sich so ein Fenster. Vielleicht ist es da. Dauert noch ein bisschen. So ein Fenster. Und man sieht schon, man kann hier noch nichts drücken. Ist alles noch schwarz-weiß. Deswegen müsst ihr auf File. Open Select All. Dann sucht ihr euren FIFA 13 Ordner raus. Hier ist es bei mir ist es jetzt unter Origin. Klickt einfach nur auf den FIFA 13 Ordner und dann OK. Lädt ein bisschen, dann kommt dieses Teil. Klickt ihr doppelt drauf, kommt noch eins, also nicht wundern. Auch wieder Doppelklick. Dann dauert es wieder ein bisschen. Also das liegt nicht an eurem PC, sondern es dauert halt einfach wieder im Programm. So, nun könnt ihr eure Sprache auswählen. Natürlich bevorzuge ich jetzt die Deutsch. Ich mache auch noch mal eine englische Version von dem Video, damit auch die anderen Sprachigen das verstehen können. So, nur mal so nebenbei. Jetzt sind die Logos farbig und ihr klickt auf die Boots, also auf die Schuhe. Lädt ein bisschen wieder. Sehr langsames Programm. Gut, dann seht ihr hier eure ganzen Schuhe. Die Standardschuhe, etc. und so, ne? Dann wählt ihr euch einen Schuh aus, den ihr wechseln wollt. Ich nehme jetzt mal die Nummer 16, weil es ein Standardschuh ist. Dann, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den haben wollt, klickt ihr auf Import RX3 Datei und sucht den Ordner, wo ihr die Schuhdatei gespeichert habt. Bei mir ist jetzt gerade unser Schuh natürlich. Und Data, Screensets, Schuh. Und hier ist dann verschiedene Dateien. Ich nehme jetzt einfach mal den 138er. Und jetzt sieht man, diese Grafik wurde geändert. Das heißt, es hat funktioniert, die Datei wurde hochgeladen, erfolgreich. Um noch in eure Schuhe in 3D zu sehen, könnt ihr dann hier draufklicken auf das Auge. Und so seht ihr dann die Schuhe. Die Grafik im Spiel ist natürlich wesentlich besser als jetzt hier. Ist ja natürlich klar, muss man nicht erzählen. Und wenn ihr dann eure ganze Schuhe ausgewählt habt, dann klickt ihr auf File und Save. Wenn ihr das gespeichert habt, dann könnt ihr euer FIFA schon starten. Ach, ich zeig das jetzt einfach mal kurz. Ah ne, egal. Ich zeig das jetzt nicht vor. Ich habe ja das Video noch drin gehabt, also egal. Dann startet ihr einfach euer FIFA. Könnt dann diese Schuhe auswählen. Also anstatt dann den Standardschuh dort, wo er vorher war, habt ihr dann diesen Schuh. Die Schuhlinks schreibe ich natürlich auch in die Infobox, wo ihr die ganzen Schuhpacks finden könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch sehr helfen mit dem Video. Gebt mir einen Daumen hoch und natürlich nicht abonnieren vergessen. Und ich sag ciao.